Lieber und schön, dass ihr am Start seid. Meine Lieben, ich natürlich und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video hier in Dortmund. Ich höchstpersönlich, ich habe mir eure Kritik, eure Nachricht zu Herzen genommen. Ihr habt gesagt, Holle, Haus des Döners, das ist nicht das, was du da gekriegt hast. Das war safe, Kamerabonus. Und die Nachrichten haben sich so gehäuft, dass für mich, ich muss Qualitätskontrolle betreiben. Da steht jetzt ein Döner mal wieder drin bei mir in der Liste, der Show gemacht hat, unter Umständen. Und ich möchte euch heute die Wahrheit über Haus des Döners zeigen, ob der, wenn ich jetzt, wir werden uns gleich undercover ein paar Jungs wieder rausziehen, die uns eben Döner rausholen und wir werden schauen, ob das Ding wirklich Leistung auf die Straße bringt oder ob das wirklich einfach nur Fake war. Dementsprechend jetzt die Wahrheit über Haus des Döners. Oh, wieder wie eben. Wie letztes Mal. Schon ein paar Wochen her. Ja, an der Kamera, Bruder. Ich kann doch nicht direkt vor der Tür. Kommt der Mitarbeiter eine rauchen, direkt um die Ecke. Da vorne wäre schlauer. Ich fahre jetzt da vorne auf. Also wie eben erwähnt, ach, wir müssen noch ein, zwei Undercover-Aufnahmen von mir machen. Wir müssen natürlich jetzt schauen, dass wir jemanden finden, der uns den Döner rausholt. Sonst hat das alles keinen Sinn. Wir werden ihn so auf die Hand geben lassen, dass die Optik genau, wir werden das auch wieder aneinander stellen, wie der Döner aussieht. Letztes Mal mit Kamera und dieses Mal. Ich bin echt gespannt, ob das wirklich so ein hingeklatschtes Ding wird. Dafür brauchen wir jetzt halt jemanden, der uns den Döner rauszieht. Und dann kommt die Wahrheit ans Licht. Könnt sicher sein, wenn ich mal da war und Döner geil war, kommt ins Rank, ich werde immer noch mal undercover hingehen. Seid gewiss, Holle nimmt das Ganze sich zu Herzen. Holle ist gewissenhaft, was es angeht. Also Ahmed sagt schon richtig, ne? Was hast du gerade in der Nase gehabt, mein Lieber? Das riecht man hier direkt schon um die Ecke. Aha, Döner. Riecht nach Döner, ne? Ahmed hat, finde ich, auch einen der besten Bärte, die ich je gesehen habe. Danke, Mann. Ist so, ne? Das sagt mir jeder. Fliegst du auch, ne? Ja, ja. Muss. Du hast hier eine Wimperhaar. Darfst du wegmachen? Ja, darfst du auch was wünschen. Auf ich muss weg. Er hat sich auf meinen Nacken was gewünscht. Wen holen wir jetzt Run hier? Wir holen hier mal Run. Dürfte ich sie überfallen auf dem Attentat? Wir brauchen Döner von Haus. Ukraine. Ah, Ukraine, okay. Also die Mission ist folgende, dass ihr kurz eine Vorstellung habt. Da vorne links, um die Ecke, direkt, da ist Haus des Döners. Wir werden jetzt einen auf den. Ich gucke nicht in die Richtung, nicht, dass jemand draußen steht von den Jungs. Ach, scheiße, Kamera da muss ich dann auch gleich wegnehmen. Wenn ich um die Ecke gehe, nehme ich die Kamera nicht mehr. Werd um die Ecke, Ahmed auch. Und werden da jemanden suchen. Hier ist die Chance niedrig, dass wir jemanden finden. Wir brauchen jemanden, der uns Döner rauszieht. Also wir gehen strategisch vor. Kamera darf nicht gesehen, nichts, keine Alarmsignale. Jemand kommt noch, sieht uns, geht rein, Döner holen, verrät uns. Hier vorne jetzt. Müsst ihr euch so vorstellen, ich gehe gewissenhaft nach vorne. Zwei alte Leute. Ja. Sag mal, mein Lieber, darf ich dich was fragen? Bock auf uns ab. Fein. Schwierig, schwierig. Brr, hier ist auch ein Döner aneinander. Da ein Döner, noch ein Döner. Konkurrenz ist groß. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist, Hamid? Was ich mir gut vorstellen kann bei dir. Du kannst einfach ehrlich antworten, ob es so ist oder nicht so ist. Ich glaube, deine Charme Harrys sehen exakt aus wie das. Weiß ich nicht mehr. Ich rasiere die mal ab. Kann sein. Könnte sein, ne? Ja, ich glaube, so von der Struktur. Ja, ja. Ach ja, und vergesst nicht, Leute. Daumen oben für das Video da lassen. Extra aus Hamburg wieder hier hingeballert. Qualitätskontrolle groß geschrieben. Meine Liste steht für Qualität. Und da muss jetzt abgearbeitet werden. Gerne scheppern lassen, das Ding. Also, wir haben jemanden am Start, Leute, aber er möchte nicht gefilmt werden. Der zieht uns auf Ehrenbasis jetzt einen Döner raus. Wir nehmen einfach, die sollen so machen nach ihrer Empfehlung. Kräuter, Knoblauch, scharf und ja, das war's. Okay. Perfekt, danke. Eine Sache habe ich verscheppert, hat es gar nicht ins Ranking geschafft, der Döner. Aber nichtsdestotrotz gebe ich einem Döner in einem Video eine Punktzahl. Der Drehspieß für mich auch sehr stark. Kriegt von mir 8,5 Punkte. Ich möchte trotzdem überprüfen, da das auch ein sehr bekannter Döner ist und viele natürlich das auch nachvollziehen und überprüfen können, möchte ich gewährleisten, dass meine Aussage irgendwo Hand und Fuß hat. Und deshalb jetzt der Undercover-Test. Sehr wichtig. Der Kollege kommt gleich raus. Also damit ihr wisst manchmal, was das für ein Film ist. Es kommt der Döner verpackt. Und ich kann so den Vergleich nehmen, weil ich möchte auch ganz wichtig die Optik sehen. Geben die sich da auch so Mühe bei irgendjemand, der da reingeht, einen Döner holt? Oder ist es einfach Massenabfertigung? Und jetzt können wir es nicht vergleichen. Jetzt müssen wir jemanden neuen suchen, der uns Döner rausholt. Und ja, ist so wie es ist. Ich erkläre dir mal kurz die Lage. Wir haben eben einen geholt. Ja. Wir müssen noch mal ein ganz kleines Stück rüber. Der hat uns den rausgeholt, aber ich habe extra nicht eingepackt, weil wir wollen den Vergleich mal zum letzten Mal, wie das aussieht. Ganz wichtig, er darf auf keinen Fall eingepackt sein. Du musst ihn so auf die Hand nehmen und mir rausgeben. Ich bin aber auch Stammkunde, das heißt, er wird mir auch extra fett machen. Die machen immer so, die sind zu allen korrekt. Boah, das ist schlecht, ja. Ich gehe jeden Tag doch was essen. Ja? Der macht immer fette Döner. Ja? Boah, das ist eine Frage natürlich, wie wir das jetzt machen. Ich lass mal ganz kurz nochmal durch den Kopf gehen. Also Ahmed ist inzwischen ins Auto gegangen, er ist sauer. Er meint, ich hätte den Typen eben nehmen sollen, aber ich will nicht einen Stammkundenbonus oder sonst was. Irgendjemand geht random rein. Ich stehe jetzt echt schon lange, ich habe schon viel jetzt angesprochen.
keiner will mir einen Döner rausnehmen, nur damit ihr wisst, was das Mann für ein Film ist. Oh Mann, naja. Ich bin so verzweifelt, Leute. Ich habe die alte Frau da eben gefragt, Mann. Scheiße, ja. Oh Mann, was mache ich jetzt? Ich habe jemanden gefunden, Mann. Also, Ehrenmann. Ich wollte gerade schon wieder eine Scheiße reden. Manchmal soll ich mein Maul halten. Ehrenmann. So, Leute, wir haben jetzt Döner hier am Start. Also, ich weiß nicht, wie er letztes Mal aussah, aber er sieht verdammt gut dieses Mal aus. Er sieht wirklich nicht schlecht aus. Das Warten hat sich gelohnt. Die Frage ist jetzt natürlich, wie performt der Geschmack im Vergleich zum letzten Mal? Natürlich im Nicht-Selfmade-Mode war der ganz stark letztes Mal. Wirklich, habe ich 8,5 gegeben. Ich habe auch im anderen Video letztens gesagt, ich habe inzwischen so viel Berliner Döner auch gegessen. Und wenn man das nicht kennt als Hamburger, dieses besondere Gefühl daran. Natürlich, das war, wenn man es gegessen hat. Das war für mich noch so ein unbekannteres Terror. Der erste Bissen wirklich, Leute, wieder verdammt stark. Also bitte, bitte bedenkt das, wenn ihr diese Videos guckt. Natürlich kann ich nicht für jeden Haus des Döners Laden sprechen. Ich kann nicht für jeden Dönermann sprechen, der da hinterm Laden steht. Für einen Tag, wo er schlechte Laune hatte, für einen Tag, wo sonst was nicht gestimmt hat. Dann kann ich jeden, der Döner, die rausgeht, mit diesen zwei Dingern, die ich getestet habe, vergleichen. Also wenn ihr einen schlechten Döner da draußen von Haus des Döners nicht gut geschmeckt hat, das kann sehr gut sein. Das ist einfach absolut menschlich und wahrscheinlich sogar, dass das passiert. Sieht aber auch verdammt frisch, knackig. Den Salatanteil schön hoch. Mhm. Ist ein schönes Spiel. Und wie ich eben gesagt habe, ich bin jetzt mehr drin, auch in diesem Berliner Döner-Game. Ich habe gerade ein Video rausgehauen, meine ich jetzt auch. Könnt ihr gerne anklicken. Da kenne ich den preisgekrönten Döner. Das waren alles Berliner Döner auch. Und mir ist ein bisschen die Besonderheit daran verloren gegangen. Irgendwie der Glauben oder die Hoffnung daran, dass ein Berliner Döner so richtig heftig performen kann. Weil die alle immer recht gewöhnlich waren und schlicht. Und im Video konnte ich, ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich hatte das Gefühl, es ist schwer, was Besonderes zu finden an so einem Berliner Döner. Der ist ja Berliner Style und es ist wirklich, muss ich sagen, das stärkste Ding von den Dingern, die ich in letzter Zeit gegessen habe. Auch jetzt gerade in dem Moment. Zum Schluss bei dieser Nicht-Selfmade-Ranking kann ich immer wieder sagen, wir werten einfach nur den Geschmack. Ob ihr da jetzt 50, 60 oder 30% Fleisch drin habt, das ist eh alles Müll. Das, was ihr schmeckt, sind die Geschmacksverstärker. Da ist nichts mit guter Fleischqualität. Deshalb scheißegal. Die Soßen sind top. Das ist ein geiles Zusammenspiel zwischen diesen Säuren und dem Salat. Genau wie ich es letztes Mal gesagt habe. Knackig, frisch, Brot gut, Soßen, leichte Süße. Das ist einfach für so einen Nicht-Selfmade-Döner ein gutes Ding, Mann. Die Soßen wirken richtig nach im Mund. Die haben richtig Tiefgang. Ich merke schon unten der Biss. Genial. Ich snack eben auf, dann kommen wir zur Bewertung. Ich möchte es kurz und schmerzlos machen. Wenn ihr noch eine fachlichere Analyse haben wollt von dem Döner, also noch detailliertere, die habe ich mir jetzt gespart. Die gab es beim letzten Video, wo ich Haus des Döners so getestet habe. Für mich die Wahrheit von Haus des Döners ist, er ist ganz genauso stark wie letztes Mal. Ich gebe ihm auch wieder eine 8,5 im Nicht-Selfmade-Ranking. Das ist für diesen Bereich ein ganz starkes Ding. Wie eben schon erwähnt, ich hatte die Hoffnung aufgegeben, Berliner Döner-Style, das war was richtig, boom, alles Standard gewesen, die letzten Döner. In Ordnung, aber der hat mir mal wieder gezeigt, dieser Berliner-Style-Döner außerhalb von Berlin, da ist schon viel Potenzial drin. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Lasst den Daumen oben so richtig glühen. Lasst den Daumen oben scheppern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.